Vor allem, du hast dann halt irgendwann diese ganzen Leichen da einfach rumhängen. Was halt auch nicht so geil ist. Perfekt. So, jetzt kommt der Gegner-Spam wieder. Oh, die Stelle ist halt wirklich so nervig einfach. Ich glaube, Cecilia mag die Stelle auch nicht. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Peitsche. Zack. Jo, Loom, schön, dass du hier bist. Hoffe, alles gut bei dir. Oh, das finde ich wiederum eigentlich ziemlich geil. Das ist halt ziemlich klassisch Zelda. Diese Fallen, sage ich mal. Was? Das findest du geil? What the fuck? Ach man, lass mich durch. So, genau, das war die Stelle, die ich meinte, wo ich als Kind immer so abgesoffen bin. Krieg das hin. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Och, Ogier. Och, och. Nee, schneiden wir raus, hat gerade keiner gesehen. Sowas ist mir niemals passiert. Alles andere ist, ja, Videobearbeitung, alles fake. Ganz okay und ihr? Ah, Kopfschmerzen halt. Konnte nicht pennen, deswegen dachte ich mir so, hey, kannst mal, kannst mal ein bisschen Skyward Sword weiter streamen. Wir sind ja nicht mehr so weit entfernt vom Finale, möchte ich meinen. Mit Wegen. So schnell mitgehen, weil die Tür schließt sich sofort. So, dann brauche ich meinen Bogen. Oh nein. Ey, alles ist gerade so nervig hier. Du hast halt legit alles an diesem Raum. Weil dieser Raum ist halt einfach basically so, ja, wie viele Gegner kannst du hier spawnen lassen? Oh Mann. Das, weißt du, es ist halt nicht kreativ, irgendwie Gegner zu spammen. Mit Elden Ring. Ja, ich hätte auch gerne Elden Ring tatsächlich. Es sieht halt richtig gut aus. Die PS4 wird wahrscheinlich zwar platzen, aber ja, ich hätte schon, ich muss sagen, ich hätte schon gerne PS5, weil
Also, eigentlich möchte ich einen Gaming-PC sparen, weil Gaming-PC ist halt eigentlich immer besser, PC Master Race und so. Aber andererseits denke ich mir so, ja, ich könnte halt Exklusivtitel für PS4 einfach spielen. Und ich könnte... Ich könnte halt meine PS4-Spiele alle auf der PS5 weiterspielen. In besserer Leistung, sage ich mal. Ich könnte Miles Morales spielen. Ich könnte Spider-Man 2 spielen. Blablabla. Aber andererseits denke ich mir halt so, ja, PC ist halt eigentlich am geilsten, weil PC kannst du halt eigentlich irgendwann mal halt zumindest alles spielen. So, jetzt lernen wir einen sehr, sehr netten Charakter kennen. Tach, hast ein bisschen zu viel gesoffen, was? Der Sonnentrach hat mir erlaubt, hier nach Steinen der Zeit zu graben. Im Augenblick geht es ihm jedoch ziemlich mies. Ich mache mir wirklich Sorgen. Wenn es so weitergeht. Ja, wir haben gesehen, was mit ihm passiert, wenn es so weitergeht. Gibt's auch für PS4? Okay. Müsste ich mir dann eventuell mal angucken. Der Donnerdrache ist krank. Wenn du diesen Stein der Zeit willst, brauchst du seine Erlaubnis. Aber jetzt hast du wohl andere Sorgen, oder? Okay, dann halt nicht. Zu viel Shisha war. Er hat noch ganz viel Shisha-Rauch an sich. Tach. Oh, solch einen Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch. Was treibst du denn hier? So, du kommst also vom Himmel. Du heißt Link? Irgendwas fehlt mir da. Wie wäre es sowas wie WR16 Link? So wie meine Freunde. Kannst mich auch gerne WD40 nennen einfach. Fällt er nicht? Naja. So, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe? Du sagtest gerade, dass du vom Himmel kommst, Link. Du bist also der Auserwählte der Göttin, ja? Das erklärt einiges. Aber weißt du was? Du kommst mir im Moment reichlich ungelegen. Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber du siehst es ja selbst. Ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt, die sich Corona nennt und daher kann ich nicht singen. Es ist schon eine Last, von der Göttin auserwählt zu sein. Fällt mir ein, die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Er hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Was? Keimling? Ui, er hat eine Brezel. Er ist so mindestens so cool wie Yoimiya. Auf der anderen Seite der Brücke haben wir den Lebensbaumkeimling, dessen Früchte alle Krankheiten heilen, eingepflanzt. Leider sind unsere Bemühungen in dieser Umgebung fruchtlos geblieben. Naja, wir hätten da eine Idee. Was? Ja, genau. Um die Donnerdrachen zu helfen, brauchen wir diese Frucht da. Und, wo könnten wir vielleicht
diese Frucht einpflanzen. Bardo meint hier zuletzt, im letzten Stream, so, hey, hier werden wahrscheinlich irgendwann mal Menschen gerne leben wollen, würden Tätentaten, Totentaten heten. Ich würde hier gerne einen Baum pflanzen. Mit Wegen, das wäre schon eine Idee. So, und das ist halt ziemlich cool. Dass man quasi einfach ja, alles in die Vergangenheit setzen kann. Ich hätte es cooler gefunden, wenn hier irgendwie statt Sand irgendwie Wasser käme. Aber okay. Perfekt. So. Die Eonenblume, die brauche ich eigentlich nicht mehr, aber nehmen wir einfach mal mit. So, Käfer. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich nur Geld. Ja. Das ist halt schade, man hätte hier halt irgendwie wirklich einen Wasserfall pflanzen können. Wäre wesentlich cooler gewesen. Du hast den Lebensbaumkeimling erhalten. Ein Keimling des legendären Baumes, dessen Früchte jede noch so schwere Krankheit heilen sollen. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt eine Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen, oder? Ja. Das ist eine gute Nachricht. Dann solltest du ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranel. Okay. Dann halt nicht in Ranel. Wo könnten wir vielleicht das Ganze denn einpflanzen? Kennt ihr vielleicht einen Ort, der saftig genug ist für so einen Keimling? Warte mal, was? Lol. Wenn ich das Ding da... Hä, wie blöd ist das? Fuck. Jetzt macht Haki einen auf Dora? Nein. Mach nicht einen auf Dora. Ihr wollt nur irgendwie, keine Ahnung, eure grauen Zellen aktivieren. Deswegen. Imagine nun, der Donnerdrache wäre Querdenker, also vom Alia-Regime lasse ich mir keine Früchte geben. Wer weiß, was da alles drin ist. Ja, genau. Das wäre schon irgendwie geil. Find's cool, dass es einfach ein Zahnrad ist, der sich dreht. Weil Zeitportal und Zahnrad, Zeitrad, das ergibt schon Sinn. So. Da wartet der jetzt. Und Bardo meinte so, ich möchte den Baum pflanzen. Was für ein Assi ist bitte schon Link? Er nimmt den Traum von Bardo einfach. Er pflanzt den Baum selbst. So richtig asozial. Aber sieht schon fast so aus wie so ein Digitor, ne? So ein Link mit einem Argumon, Alter, würde ich schon fühlen.
Tja, ich habe deine Träume zerstört, ne? Ja, was für ein fantastischer Baum. Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn sehe, fühle ich mich quieklebendig. Ja, plötzlich weiß er halt nicht mehr, dass er hier einen Baum pflanzen wollte, weil wir waren halt so asozial und haben ihn in der Vergangenheit gepflanzt. Du hast die Lebensbaumfrucht erhalten. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Jo, das machen wir. Okay, du hast einen Käfer. Ja. Was soll ich mit dem Käfer machen? Ich finde den Strahl vom Master Sword richtig geil. Der ist halt so richtig fett. Ist richtig thick und schneidet einfach komplett durch. Halt schon. Ist halt schon Premium. Jetzt habe ich geschrieben, als du kurz mit den Zeitstern verwirrt warst. Vor 3 Minuten. Achso, pardon, Entschuldigung, habe ich nicht direkt gesehen. Aber danke schon für deine Hilfe. Aber bestimmt hätte man das auch mit dem Bogen machen können, oder? Also mit dem voll aufgewehrten Bogen. Mit dem Standardbogen jetzt nicht so. Aber ja. Imagine, Leute, die vielleicht ihre Items nicht verbessern. Wie lange dieser Käfer quasi dann irgendwie, keine Ahnung, fliegen müsste. Deswegen, die Aussage, die du mal getroffen hast, Cecilia, von wegen, Leute, die ihre Items nicht verbessern, sind Psychopathen. Ich verstehe dich. Die hätten safe irgendwie eine halbe Stunde mit Fliegen verbracht. So, komm mal her, Junge. Ich hab dir Impfe gebracht. Gönn dir. Sieh an, Link. Was führt dich zu mir? Da, hier, Impfung. Gönn dir. Schieb dir das rein. Also das nenne ich mal eine gelungene Überraschung. Du hast sie mir tatsächlich gebracht. Oh, tut das gut. Mein ganzer Körper pulsiert. Eine neue Kraft durchströmt mich. Jo, alles klar, Brötchen. Nochmal danke fürs Reingucken. Und schlaf gut, ne? Selbst hier tausende alte Drachen wie wir werden von Krankheiten gepeinigt. Deine Hilfe hat mein Leben verlängert, Link. Als Dank werde ich hier eine Stimme des Heldenliedes vorsingen. Also sperr die Ohren auf und lausche meinem Gesang. Du hast die Stimme des Heldenlieds erlernt. Eine Stimme, pardon. Du hast mich gerettet. Vielen Dank, Link. Ich will dir dafür eine weitere Belohnung zukommen lassen. Ich werde mich darum kümmern und sie dir geben, wenn du wiederkommst. Du wirst dich sicher freuen. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenliedgebieter. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die vielen Stimmen des Liedes. Okay. Ich mag sein Lied tatsächlich. Ich mag seine tiefe Baritonstimme und ich finde diesen Song irgendwie geil, wie er da einfach singt. Und was ich auch super geil finde an seinem Design ist ja die Symbole auf seinen Armen. Dieses Symbol ist quasi das Symbol des Zora
Edelstein, sage ich mal, aus Ocarina of Time. Quasi das Wassergebiet der Zora. Und finde das schon ziemlich sick. Du kannst es wohl nicht erwarten, Link. Warum denn so ungeduldig? Aber gut, dann fangen wir an. Andererseits, du als Auserwählter hast eigentlich keine Zeit für Spielchen, sollte man meinen. Deshalb machen wir keine halben Sachen. Du willst dich den Gefahren, denen du bisher begegnet bist, ein weiteres Mal stellen? Aus Erfahrung lernt man, so heißt es doch. Schaden würde dir ein wenig Übung bestimmt nicht. Ja, versuchen wir mal. Oh, die Antwort eines wahren Helden. Nicht anders hätte ich es von dir erwartet. So gestatte mir nun, einen Blick auf vergangene Erlebnisse zu werfen. Lass mich mal deine Browser-History durchschauen. Oh, ich sehe, du hast viel erlebt auf deiner Reise. Hast Kämpfe gegen bösartige Monster ausgefochten. Deine Ausflüge nach Siren waren auch nicht ohne. Ich habe meine Wahl getroffen. Du kannst dich in zwei Disziplinen üben. Ich will kämpfen. Ein Kampf! Oh, bist ein geiler Stecher. Okay, dann machst du mal einen Kampf, Alter. Ja. Was? Denk an einen Feind, den du im Laufe deines Abenteuers bekämpft hast. Wann genau fand dieser Kampf statt? Cecilia, du als Meister. Anfangen oder erst kürzlich machen? Was soll ich denn machen? Weise mir den Weg, Cecilia. Nach Präferenz? Ach, fuck off, wir machen kürzlich. Wie wär's mit etwas Aktuellem? Zum Beispiel eines dieser Schwergewichte hier. Der Verbande Dagos, Dailom und Giraim. Ich glaube, die Scheiße zuerst zu machen, wir haben am sinnvollsten, oder? Also der Verbannte. Ja, ich mach mal im Prison zuerst. Der Verbannte soll es sein. Gegen ihn hast du zum zweiten Mal im Siegelhain gekämpft. Ich hätte was vergessen, etwas äußerst Wichtiges zu erwähnen. In diesem Kampf kannst du nur Items einsetzen, die du damals bereits besessen hast. Und du kannst kein Item aus deiner Abenteuertasche einsetzen. Dein Gegner mag stark sein. Konntest ihn schon einmal besiegen, also ist das kein unfairer Kampf. Okay, Rainer. Denk dran auf Kopf und dann rein, Mann. Ich versuch's. Oh, war das laut. Okay, das war wieder ein Fail. Och nö, das hat nicht gezählt. Das hat echt nicht gezählt. Ich hätte gedacht... Ah, okay, Bardo ist doch da. Wollte gerade sagen, als ob Bardo nicht zählt. So, einmal auf den Schädel geklatscht. Hat schon mal geklappt. Und hey Pat, schön, dass du da bist. Hi und bye. Alles klar, gute Nacht, Pat. Ich hoffe, du kannst trotzdem pennen. Obwohl ich vielleicht jetzt gleich scheinen werde. Oh!
Ja, mit dem Kopfspringen macht's halt mehr Spaß, aber ich fand's halt scheiße, dass ja, das fand ich auch scheiße tatsächlich. Ich fand's halt scheiße, dass ich quasi halt gepunished wurde. Dass ja, dass das halt so fett war. Leute, die im Prison nicht so machen, sind Psychos. Ich bin kein Psycho, aber... Ja, wie soll ich das sagen? Es ist schon ein bisschen her. Naja, das muss man auch mir zulassen. Ich wusste es nicht mehr, dass man ihm auf den Kopf kann. Also ich wusste, dass man beim dritten auf den Kopf kann. Ich wusste, dass man ihm beim dritten Mal auf den Kopf kann. Aber ich wusste nicht, dass man ihm beim zweiten Mal schon auf den Kopf kann. Weil beim dritten Fight kann er ja fliegen. Und beim Fliegen musst du halt quasi die Mitte nehmen und dann halt irgendwie auf ihn drauf fliegen und dann bam, bam, bam. Weil die Bombe von Bardo wird ja klemmen. Aber ich glaube, das war eine schlechte Zeit, Alter. 2 Minuten. Eieiei. Potzblitzling, das war unglaublich. Du bist ein wahrer Krieger. Was ist den Verbannten insgesamt? 2 Minuten 18, ja. Das ist doch nicht alles. Da du diesen Gegner für mich zum ersten Mal besiegt hast, erhältst du dies hier. Ja, 50 Rubine, mein Junge. Und jetzt kannst du davon dir ein Eis kaufen. Ich habe hier zum Beispiel einen enorm harten Schild. Habe ich denn Interesse geweckt? Das Ding ist halt, ne? Wenn er... Ich habe einen enorm harten Schild. Das würde mich halt nicht jucken, aber wenn er sagen würde so, ich habe hier so ein heiliges Schild. Dann hätte ich das instant gemacht. Nun, du bist dir sicher bewusst, dass dich ein Kampf das Leben kosten kann. Ja, komm, wir machen das. 20 Rubine, ja, passt. Oh fuck, es ist der Pädophile. Okay, nice. Unter einer Minute, das war schon mal okay. Gut gemacht. Und wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. 43 Sekunden. Das war nicht alles. Es geht besser, Mann. Aber hier, 50 Rubine, Mann. Na, machst du mal, ja, dann gibt's 100 Rubine. Okay. Es ist wahrscheinlich der Rollgegner. Och, nee. Okay, mit dem Master Sword ist das wesentlich angenehmer. Das ist... Okay, mit dem Master Sword ist das geil. Das ist geil. Es ist Phase 1, das ist geil. Ach ja, Sprungkopf. True. Stimmt, da war was, Cecilia. Danke. Aber warte mal, kann er mich nicht abwerfen? Ich dachte, er kann mich abwerfen. Eine Bestzeit, eine Stunde. Wahrscheinlich. Ha, eine Stunde. Wir hatten gespielt. Aonuma? Wahrscheinlich ist das die Bestzeit aus der Wii-Zeit. Och nö, das hat nicht gezählt. Nö!
Ja, das ist wieder schon viel zu lange. Und dann diese Cutscene. Diese Cutscene schluckt auch so viel Zeit weg. Bitte. Bitte. Ah, das, ich hab wieder zu lange gebraucht. Gute Nacht. Ja, dann muss ich mich halt bei den anderen ein bisschen mehr anstrengen. Es wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich zumindest. Kannst du mal schneller sterben? Och, du Drama Queen. Mach hinne. Ich will ein heiliger Schild haben. Ja, gut gemacht. Du bist schon ziemlich krass, Mann. Hier, Cash. Ja. Oh, ein Herzteil kriege ich dafür. Nein, nicht du. Oh, das wird fette Minuspunkte geben. Okay, mit dem Master Sword geht das wesentlich besser. Das Master Sword ist halt echt geil. Als ob du so weit Dragon kam, what? Oh Mann, ich bin kein japanisches Schulmädchen, please. So, jetzt kommt er wahrscheinlich von der Seite. Ja. Yep. Sondern hier am Bauchi. Wenn du das Herz da willst, musst du nach diesem Kampf aufhören. Prox ist weg. Heilige Schild zuerst. Okay, merke ich mir. Vielen Dank für deinen Tipp, Cecilia. Also ohne dich hätte ich wahrscheinlich geschissen, Alter. Oh shit. Deswegen vielen lieben Dank für deine Hilfe. So, jetzt von der Seite. Ne, von der Mitte wieder, okay. Boah, aber der Fight dauert halt echt arschlange. Also, ich muss echt zugeben, dich hier zu haben, ist tatsächlich ein Segen. Also halt wirklich, also wirklich vielen lieben Dank, dass du hier bist, Cecilia. So, noch einmal ins Auge. Ich finde das immer noch so schade, dass er halt so ein gewastetes Potenzial ist. Man hätte ihn halt wirklich cool machen können, aber nein. Man hat sich halt dagegen entschlossen. Oh nein. Mann, verpiss dich mit deinen Schlangen oder ich pack meine Schlange gleich aus.
Oh, ich hasse ihn, ey. Ich hasse ihn über alles. Verpiss dich, Alter. Geh nach Monster, geh. Ja, ich weiß, ich bin der Geilste. So, wir machen aber weiter. Och, das ist ein geiler Boss. Das ist super ein echt geiler Boss. Jawohl. Zelda hat mir halt wirklich eins beigebracht. Wenn du deinem Gegner wehtun möchtest. Ah, scheiße, ich habe mich einmal grabben lassen. Wenn du deinem Gegner wehtun willst, in die Eier oder ins Auge. So, das erste ist schon mal weg. Zweite ist weg. Kommen Sie bitte da raus. Ja, okay. Ich krieg gerade viel zu viel Schaden, weil ich alles schnell machen möchte. Sollen vielleicht ein paar unnötige... Alter, du bist so laut, ne? Sollen vielleicht ein paar unnötige Schläge, die ich kassiert habe? Aber ey, das macht es dann halt ein bisschen spannender. So, das ist nochmal 6. Dann müssen wir aber... Warte, machen. Oh, du. Was? Okay, Cecilia, hier habe ich eine Frage. Kann man die Chakrams quasi dingsen? Nee, ne? Kann man die Dinger zurückwerfen? Nee, oder? Das ist meiner Meinung nach auch der beste Boss tatsächlich. Naja, zumindest der spaßigste. So, schön in die Mitte. Meines Erachtens nicht. Okay, also sprich nur dodgen. Ist schon mal gut zu wissen. Genau, jetzt noch sind wir drinne. Noch sind wir drinne. Nein, nein. Ah, das war dumm. Ich finde es halt super geil vom Boss-Design her. Ich finde es auch geil, Gameplay-wise.
Und ich liebe die zweite Phase tatsächlich. Dass du quasi ihm die Arme abreißt und danach ihm halt aufs Maul gibst. Das ist ziemlich, ziemlich cool, meiner Meinung nach. Und dieser Impact mit diesen Schwertern, der ist halt meiner Meinung nach sogar gegeben. So, jetzt schöne drauf hier. Bum, bum, bum. Ich finde das so geil. Es ist halt legit geil. Also, es reicht ja nicht, ihn irgendwie zu schlagen und zu knechten. Aua. Es reicht ja nicht, ihn irgendwie zu schlagen und zu knechten. Nein, du reichst ihm die Arme aus. Und, owns ihn quasi einfach. Oh nein. So, noch einmal. Dann haben wir das. Noch mal ein paar Herzen rausgekriegt. Auch die Tatsache finde ich ja cool, dass du halt wirklich von links nach rechts schneiden musst, damit seine Beine ab sind. Und dann halt so dann so vertikal statt horizontal draufkloppen, damit du quasi seinen Brustkorb einfach zersplitterst. Das ist halt schon richtig, richtig cool. Und ist schon für Nintendo-Verhältnisse eigentlich ziemlich brutal. Die zweite Phase nichts mehr mit einem Boss zu tun, das ist einfach nur Nintendo, wie sie dir einen Götterkomplex geben. Ist aber schon geil, ne? Ich mag irgendwie diesen Fight.